Denkt ihr wirklich, ihr wisst alles über die New Wave? Ich glaube nicht. Kasimir1441, Jinkalle und BHZ kennt ihr. Aber wisst ihr auch, welches Auto Paschanim fährt? Seid ihr echte Rap-Nerds oder habt ihr längst den Anschluss verloren? Mit unserem Quiz könnt ihr genau das herausfinden. Der Berliner Newcomer Paschanim hat mit Airwaves einen der Hits des letzten Jahres veröffentlicht. Zusammen mit seinem Crew-Kollegen Simba zog er viel Aufmerksamkeit auf sich. Aber wer von den beiden hat eigentlich mehr Solo-Songs im Jahr 2020 veröffentlicht? Pascha hat 2020 nur 4 eigene Songs released und damit einen mehr als Simba. Zieht man die Laufzeit der Songs in Betracht, ergibt sich noch eine interessante Zahl. Beide haben jeweils im letzten Jahr nur circa 7,5 Minuten Musik veröffentlicht. Wir bleiben noch kurz bei der Berliner Playboys Mafia. Zur Crew gehört auch RB030, der sich vor allem um die Musikvideos kümmert. Paschanim hat ihm ein komplettes Hörbuch selbst eingesprochen. Was glaubt ihr, welches Buch das war? Es handelt sich um eines der meistverkauften Bücher der ganzen Welt. Harry Potter und der Stein der Weisen. Seit seiner Kindheit hört RB030 Harry Potter regelmäßig zum Einschlafen. Krasses Geschenk, oder? Für wen würdet ihr so etwas machen? True Love is True Love. Das Arbeiten im Kollektiv ist für junge Rapper sehr wichtig. Zwei der bekanntesten jungen Crews sind wohl BHZ und die 102 Boys. Aber welche der beiden hat mehr Rapper? BHZ aus Schöneberg haben 7 Mitglieder, aber nur 5 der Jungs sind Rapper. Die 102 Boys aus Ostfriesland haben mit 6 Rappern die klare Überzahl. Cass on the Beat ist zwar kein festes Mitglied bei BHZ, aber oft in deren Credits zu finden. In seinen zahlreichen Kollaborationen zeigt der junge Producer immer wieder neue Facetten. Ihr dürft jetzt raten, für wen hat Cass on the Beat mehr Songs produziert? Für Naru oder für Baby Joy? Die Antwort ist Baby Joy. Für Naru hat Cass 4 Songs auf dessen letztem Tape produziert. Aber Baby Joy genießt einen ganz besonderen Komfort. Cass lieferte die Beats für alle ihrer 6 bisher veröffentlichten Singles. Fun Fact, Jinkalle hat schon 20 Beats von Cass geschmiedet bekommen. Dann bleiben wir doch gleich bei den Produzenten der New Wave. Wisst ihr etwa, welcher Producer früher als Sänger Teil einer Rockband war? Es ist Timothy von den Jane Beats. Das Duo aus Berlin hat bereits mit Rappern wie Jinkalle und Kasi zusammengearbeitet. Kennengelernt haben sich die beiden, weil ein Freund von Produzent Jonas in besagter Band Schlagzeug gespielt hat. Berlin ist das Epizentrum der Deutschrap New Wave. Aber auch in der Rhein-Main-Region geht einiges. Artists wie Kilomatik oder Mufasa 069 wecken das Interesse von etablierten Deutschrap-Größen. Wer von den beiden steht bei Massivs Label Qualitäter unter Vertrag? Im Januar 2020 wurde bekannt gegeben, dass das dritte Signing von Massivs Label Kilomatik heißt. Newcomer Mufasa 069 hingegen steht bei dem Berliner Label No Limits unter Vertrag, das bereits seit über 25 Jahren Hip-Hop in Deutschland veröffentlicht. Beschäftigt man sich mit Frankfurter Straßenrap, kommt man nicht um 385 Ideal herum. Welcher New Wave Artist veröffentlichte auf dem YouTube-Kanal des Labels seine erste Single? Musso oder Liz? Die erste Single von Musso hieß Später und erschien tatsächlich schon 2017 auf dem YouTube-Kanal von 385 Ideal im Rahmen des Projekts Von der Straße in die Charts, ins Leben gerufen von Chillo und Abdi. Auch wenn Liz wie eine echte Veteranin wirkt, ihre erste Single Intro, Bleibe echt, erschien erst 2020 über ihren eigenen Channel. Lokalpatriotismus wird in Frankfurt großgeschrieben. Aber auch Berliner repräsenten durchgehend ihren Stadtteil, zum Beispiel Soho Barney. Was denkt ihr, in welchem Alter ist er in den Wedding gezogen? Aufgewachsen ist er in den Stadtteilen Pankow und Kreuzberg, aber zu Hause fühlt er sich im Wedding, genauer Rehberge. Dort wohnt er, seitdem er 18 Jahre alt ist. Heute repräsentiert er seine Hood to the fullest. Viele Artists der Deutschrap New Wave sind noch auf dem Weg nach oben. 2 von ihnen haben es aber schon in die Top 10 der deutschen Charts geschafft. Okay, letzte Frage. Wer hatte mehr Nummer 1 Hits? Paschanim oder Kasimir1441? Airwaves kennt ihr sicher alle. Der bisher größte Hit von Pascha schaffte es im Sommer 2020 bis an die Nummer 2 der deutschen Singlecharts. Kasi und Bad Moms J haben aber kürzlich mit ihrem Song Ohne Dich die Spitze der Charts erreicht. Das ist ein wahnsinniger Meilenstein für die Künstler der New Wave.
Es bedeutet, auch mit frischen Ideen und Unangepasstheit ist kommerzieller Erfolg für die neuen Artists erreichbar. Und wie viele Fragen konntet ihr richtig beantworten? Seid ihr New Wave Profi oder noch komplette Anfänger? Schreibt es gerne in die Kommentare. Checkt auch unsere Playlist mit den besten Tracks der New Wave ab. Und wenn ihr mehr über die neue Welle aus Frankfurt erfahren wollt, schaut euch doch noch gleich das Video von letzter Woche an. Und übrigens, Pashanim fährt einen Toyota Yaris, Baujahr 2005.